Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Sammelkartenspiel Online. Ja, ich habe ja das letzte Mal gesagt, dass mir die Trainer-Herausforderungen, ja, wie soll ich sagen, mal was anders machen. Nur möchte ich gerne mit euch das trotzdem weitermachen. Noch sehr wahrscheinlich bis Folge 10, bis ich mich wirklich ein bisschen sicher fühle in dem Spiel. Und ja, dann fangen wir an. Es wird noch eine kleine Änderung geben, und zwar wird es Folge 10 wird es schon ein Giveaway geben, nicht Folge 11, weil ich finde das ein bisschen umständlich, die ganze Zeit nachzudenken. Ja, scheiße, Folge 11, so ungerade Zahl und so. Ja, deswegen wird es schon ab Folge 10 wieder ein Giveaway geben. So, also Schwäche, ja super, ich habe das perfekte Deck genommen, ne? So, habe ich hier nicht so ein Hyperball? Aha, das ist keine Trainer, Unterstützungskarte ist das nicht. Zieht vier Karten. Eine Energie, ne? Gut. Ja, darum wird es schon ab Folge 10 ein Giveaway geben. Ich denke. Ich werde nicht eine Karte ziehen, aber trotzdem wird die so reinkommen. Flamare haben wir. Wir werden mal sehen, ob wir es rechtzeitig noch schaffen. Zieh du so lange mit deinem Kapoeira. Oh, ja. Danach. Geht wir einfach 90 KP. Wir fangen mit der Schanzmarke auf diesem Pokémon. Dieser Angriff wird treffen mit optimal der Anzahl Kopfzonen. Ja, hat er kein. Oh, nee! Hat er keine Gegner, wenn er keinen Schadensmarker hat. 20, okay. Oh, Akani. Fukano! Schon wieder! Kopf! Zahl! Das macht dann 30, ne? Günstiges Deck. nicht wirklich nachgedacht. Okay, vier Münzen können das sein. Einmal Kopf. Zweimal. 60 Schaden. Nicht schlecht. Immerhin kann ich meinen nächsten Angriff planen. Oh! Oh, da fliegt er! Bam! Taurus, zeig es ihm! Und dann Feuerlichkeit. Ich bin im Zug. Das Pokémon, das diese Karte gelegt ist, hat keine Schwäche. Tada! Keine Schwäche, Junge. Keine Schwäche.
Lege eine Energiekarte ab. Nicht so. Dann mache ich die hier. Darf neue ziehen. Gut. Schäumende Wut. 30, 60. Ach komm! Komm schon, Mann! Nee, die spiele ich nicht. Ich spiele lieber die hier. Kann ich meine Preiskarte ansehen? Ja. Komm, ein Kopf ist doch wohl dabei. Boah. Ich dachte schon, das wäre es gewesen. Ich habe keine Schwäche mehr. Ich habe keine Schwäche mehr. Ja, wir müssen unser Arcani vorbereiten, ne? Ich ziehe 7 neue Karten. Zick, 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 zick. Nice. Ich will mir doch mal ziehen. Und schau mir den Wut. Komm, 30. 60. 90. Yes. Wir nehmen Evoli. Ich bin an der Reihe. Capoeira könnte uns mit einem Hit fertig machen. Habe ich irgendwie Heilung? Giovanni. Ich kann nur eine Unterstützungskarte pro Runde spielen, ne? Ja, dann müssen wir schauen, dass unser Arcani nachher das beendet. Einmal, zweimal, dreimal. Das reicht schon. Und hat 50 Schaden. Let's go, Arcani. Komm, noch ein Kopf. Nee, war ja klar. Da möchten wir nicht. Capoeira geht mir auf den Senkel. Wir tauschen uns mit Capoeira aus. Danach gibt es einen Flammenwurf. Und wir nehmen das Polenta. So, wir spielen Evoli. Ich greife einfach an. Dann habe ich eh. Da, meine Preiskarte. Danke, 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 vielmals. Ich danke euch tausendmal. Danke. Super, danke. Next. Kendall. Ja, sollen wir weitermachen? Lohnt sich das wirklich? Ich hab doch ein Wasserdeck. Psychodeck. Psycho. Ah, ist themenbedingt. Ah, ich muss sie so kaufen.
Nee, oder? Nee, nee. Ich möchte. Ist hier ein schnelles Match? Otis. Ich bin mir nicht mal sicher. Ich glaube, ich bin hier schon wieder falsch. Aber vor allem. Ja, ich habe keine. Ja, jetzt habe ich einen. Nice. Aber ich nehme das hier, die Potion. 2 Karten möchte ich nicht unbedingt ablegen. Nö. Gut. Ich denke, das wird nichts. Sicher fast. Schaden macht der Junge. Machen wir es nochmal. Mischen wir nochmal unsere Hand. Das Glück sollte langsam schon auf meiner Seite sein hier, ne? Schaden dadurch. Ah, was kann unterbunden werden? Ich hoffe, dass wir das ziehen. Aber ich denke, unser Kangama geht jetzt gleich flöten. Dieses Pokémon kann nicht von dem speziellen Zustand betroffen werden, ja. Mickriger Hieb! Schaden macht er einfach. Ja. Oh, ich bin tot, wenn der nachher kommt. Also bin ich sowas von geliefert. Die Münze musst du nicht mehr werfen. Ah, doch. Schlagbohr. 100, der hat 100, ne?
Bei dem welchen One-Hit? Bei dem, wenn er den spielt, welchen One-Hit? Ich frage mich, warum er ihn nicht spielt. Ich habe den schon lange gespielt, aber eben, ich glaube nicht, dass das Versus, also gegen andere Real Person ist, sondern mehr gegen einfach einen Computer, so ein Schnellspiel. Ich glaube, das müssen wir nachher nochmal ändern, ne? Ablagestapel, was? Was bist denn du für ein Schrott? Schrott. Ja, und er hat sie nicht gespielt. Er hat es wirklich nicht gespielt. Das heißt, es wirkt. Ja. Das war wieder so Low Life. Ja, und das war's auch schon für diese Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es darum geht. Willkommen zu Pokémon Sammelkartenspiel Online Versus Modus. Danke vielmals und wir sehen uns beim nächsten Mal.